Hallo aus dem Husky-Gehege. Heute haben wir wieder einen Futtertest für euch. Und zwar die Firma Wildkind. Habt ihr mir als Auftrag gegeben für meine To-Do-Liste. Deswegen ist das heute mal dran. Wildkind, ich kann das jetzt noch gar nicht. Deswegen wusste ich auch gar nicht, wo ich das zuordnen sollte. Und zwar ist Wildkind eine Marke des Unternehmens Das Futterhaus. Das Futterhaus hat insgesamt 300 Märkte in ganz Deutschland. Seit 1987 gibt es das und die haben Heimtierbedarf für Hunde, Katzen, Kleintiere, Reptilien und Vögel. Der Gründer oder die Gründer sind Herwig und Marion Eggerstedt und es ist ein Franchise-Unternehmen, also das heißt wie McDonald's oder sowas, wo man dann halt sagen kann, hey, ich möchte auch so ein Futterhaus aufmachen und sich dann dort bewerben kann und mit denen zusammenarbeiten kann. Zurzeit gibt es um die 120 Franchise-Partner insgesamt. Das Leitbild von der Firma Das Futterhaus ist Fachberatung vor Ort, großes Sortiment und sich der Verantwortung gegenüber den Tieren bewusst sein. Sie bezeichnen sich als faire Arbeitgeber, die auf respektvollem Umgang miteinander Wert legen und auf allgemeine Wertschätzung. Das finde ich eine sehr gute Eigenschaft, weil respektvoller Umgang ist ja heutzutage manchmal ein bisschen ins Hintertreffen geraten und finde ich gut, dass sie das extra so betonen. Auch gibt es ein nachhaltiges Engagement für die Umwelt. Also da stand jetzt nichts Näheres dazu, wenn man so ein bisschen in die Presseabteilung schaut. Steht aber zum Beispiel, dass sie Bienenprojekte unterstützen oder auch maritime Müllabfuhr unterstützen, also die quasi die Meere säubern, auch mit Geldspenden und so weiter. Also da setzen die sich schon so ein bisschen ein. Das Wildkind ist die emotionale Premium-Marke, also die haben noch viele weitere Marken und das scheint halt mit die beste zu sein und die haben da so einen Bezug zu den wilden Vorfahren und ein ursprüngliches Ernährungskonzept. Also das heißt hoher Fleischanteil mit ausgewählten Zutaten aus der freien Natur. Weiterhin ist Wildkind Getreide- und zuckerfrei und auch keine künstlichen Farb- und Geschmacksstoffe oder chemische Konservierungsmittel. Das finde ich schon mal sehr gut. Aufgrund des Aufbaus des Verdauungstraktes ist der Hund ein Fleischfresser, sagt die Firma, was ich auch gut finde, weil ich der gleichen Meinung bin. Und der wie ein Wolf auch auf pflanzliche Bestandteile in seiner Nahrung angewiesen ist. Daher packen die da Zutaten rein wie Waldbeeren, Wildkräuter und Wurzeln. Finde ich auch eine coole Sache, dass wir wirklich so in die Richtung gehen, was frisst der Wolf, was braucht der Hund. Also haben die zum Beispiel kein veganes oder vegetarisches Hundefutter im Sortiment. Von Wildkind gibt es ein Juniorfutter, ein Seniorfutter und 7 Adult-Futtersorten, darunter 2 für Mini, also für die kleineren Hunde. Wir schauen uns mal 2 von den Adult-Sorten an, also für die erwachsenen Wuffis. Die erste, die wir mal nehmen, ist Deep River mit Huhn und Lachs. So sieht das Deep River aus. Das Deep River hat auch folgende Zusammensetzung. Gucken wir uns mal das genauer an. Also, schon mal als erste Zutat ist Hühnerfrischfleisch. Ist ja schon mal gut, dass die erste Zutat Fleisch ist, finde ich klasse. Aber Frischfleisch, ihr wisst selber, da muss man noch ein bisschen rechnen, dass man da auf die richtige getrocknete Fleischanzahl kommt. Wenn man das mit zusammenrechnet, was für Fleisch drin ist, also Hühnerfrischfleisch 36%, dann Lachsprotein, Geflügelprotein und Geflügelfett, das sind die tierischen Bestandteile, kommt man auf ja, so ca. 35% Fleischanteil. Allerdings zum Beispiel dieses Lachsprotein oder Geflügelprotein, es steht nicht da, was es genau ist, weil Geflügelprotein kann nur die Haut sein, die Federn, im Lachs genauso nur die Haut. Whisky hat Häufchen gemacht, da freut er sich immer. Also das heißt, es könnte alles Mögliche sein, aber nicht unbedingt das Muskelfleisch oder die guten Zutaten von dem Fisch bzw. von dem Geflügel. Leider ist auch nirgendwo zu erkennen, ob das jetzt alles Lebensmittelqualität ist, also das heißt, es könnten auch teilweise Schlachtabfälle unterwegs genommen werden. Aber gut, schauen wir mal weiter, was ist noch drin? Anouk, Max, jetzt hört mal auf, da laut zu sein. Anouk, Max, Schluss. Und zwar kommen wir über ein Wort Lignocellulose. Wer Latein hatte, Lignum ist der Baum oder das Holz. Es ist laut Wikipedia sogar, steht sogar in der Definition drin, ein kostengünstiger Füllstoff im Hundefutter. Also das heißt, es ist keine unbedingt, sage ich mal, gute Zutat. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, über die Zellulose im Hundefutter, was das bedeutet, was es ist und ob es Sinn macht oder nicht. Und da bin ich mir schon mal sehr, sehr sicher, dass das keinen Sinn macht. Das sind einfach Holz bzw. Bäume und das im Hundefutter. Naja, egal. Was auch wieder ein großes No-Go ist, ist das Natriumchlorid. Salz im Hundefutter. Ich habe schon ein paar Mal auch angesprochen, zu viel Salz kann der Hund definitiv nicht ausscheiden. Das hat damit nichts zu tun im
im Hundefutter. Das ist einfach ein sehr kostengünstiges Konservierungsmittel. In den Zutaten, die drin sind, müsste genug natürliches Salz enthalten sein. Es müsste keine chemische Salzverbindung mit rein. Also das ist für mich schon mal ein No-Go. Dann haben wir noch die E-Nummer 170, also Calciumcarbonat. Calciumcarbonat wird meistens synthetisch hergestellt. Besser wären es zum Beispiel Eierschalen oder sowas. Das ist jetzt sinnvoll, wenn ihr barft und dann irgendwie guckt, dass der Calciumbedarf reinkommt. Aber eigentlich zusätzlich zu hochwertigen Rohstoffen sollte es nicht im Hundefutter drin sein, weil zu viel Calcium ist auch nicht gut im Körper. Also der Calciumspiegel steckt dann einfach im Blut und das ist definitiv auch nicht gesund. Alles in Maßen, nichts zu viel und auch nichts, ja, zugegeben werden sollte, wenn es eigentlich passt. Aber gut, dann schauen wir uns mal die Zusatzstoffe an. Das ist eine echt lange Liste. Also diese, sage ich mal, ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe, manchmal kann man die halt nicht verhindern. Es müssen manchmal welche rein, wie Vitamine und so weiter. Aber die Liste ist ja echt richtig lang. Das spricht eigentlich dafür, wenn die so lang ist, dass da relativ schlechte Rohstoffe verwendet werden, weil sonst wäre das ja alles natürlich enthalten. Oder die Herstellung ist nicht so gut, Gesundheit. Wenn die Herstellung nämlich zum Beispiel sehr heiß ist, also das heißt sehr große Erhitzung stattfindet, dann ist es auch im Endeffekt so, dass die guten Sachen im Futter zerstört werden und dann muss man das auch wieder künstlich zusetzen. Also diese Liste ist mir echt zu lang und was mich richtig ärgert, ist Taurin mit dem Futter. Taurin, ihr kennt das aus den Energy Drinks, da ist das viel drin. Taurin pusht die Hunde relativ gut auf. Taurin kann der Hund selber herstellen. Es muss nicht zugesetzt werden, definitiv nicht, auch wenn euch die Hersteller ein bisschen was dazu erzählen wollen, dass das irgendwie besonders gut sein sollte. Nein, ist es nicht. Es ist nicht umsonst, wie gesagt, im Energy Drink drinne bei uns. Goodie, das war das Deep River. Wir geben ja immer noch eine zweite Chance und schauen uns nochmal eine andere Sorte an vor den erwachsenen Hundefuttersorten. Dann nehmen wir doch einfach mal Summerhill, Huhn und Lamm. Übrigens die besetzt, also die sag ich mal, Designpackungen finde ich sehr schön, auch die Namen sehr schön. Huhn und Lamm, hier ist die Zutatenliste. Wir haben ungefähr das gleiche, wieder auch so knapp 35% Fleisch. Davon auch wieder Proteine, also was ist es denn überhaupt genau? Wir haben auch wieder Lignocellulose, wir haben Natriumchlorid und wir haben wieder richtig, richtig viele Zusatzstoffe, unter anderem auch hier wieder Taurin. Also, so schön wie das erstmal klingt und wie schön uns da was versprochen wird, ich finde allgemein, es könnte ein bisschen natürlicher geartet sein, das heißt nicht so viele Zusatzstoffe, so ein bisschen mehr Richtung, ist das alles in den Zutaten enthalten oder schonenderer Herstellungsprozess, ohne dass die ganzen Rohstoffe ihre, sag ich mal, Wirksamkeit verlieren. Von daher, ich würde es jetzt nicht füttern. Hat jemand das von euch schon mal gefüttert? Habt ihr Erfahrung mit Wildkind? Wie ging es euren Hundis damit? Was mich interessieren würde, Calciumcarbonat ist ja mit drinne gewesen, jetzt bei Deep River zum Beispiel. Müssen eure Hunde davon viel mehr auf Toilette? Weil Calciumcarbonat macht viel Stuhlgang und auch relativ harten Stuhlgang. Also wir hatten da schon mal Erfahrungen mit, dass es in manchen Nassfutterdosen mit drin ist und die Hunde mussten dann exorbitant öfters mal auf die große Toilette. Falls ihr das beobachtet habt, schreibt es in die Kommentare, ich freue mich drüber. Falls ihr noch andere Futtersorten habt, die ich mir anschauen soll, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was wir füttern das Naturfutter, Reiko, dann schreibt mir eine E-Mail einfach an info@nature-trails-events.de. Oder schaut unten in der Beschreibung, da steht das auch nochmal alles drin. Genau, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Ja, weißt du was, du hechelst bestimmt die ganze Zeit ins Mikrofon und dann versteht mich keiner, weil du die ganze Zeit ins Mikrofon gehechelt hast. Der Nook tut immer so, als hätte ich gerade eben Leberwurst gegessen oder sowas. Oh, lecker Schmidt. So, darf ich jetzt aufstehen? Ich brauche mich nie duschen. Ich lasse mich einfach ins Husky-Gehege und dann stecken mich alle Hunde ab. Fertig? Noch nicht? Ja, danke.